Allgäu TV Spezial. Ich stehe hier vor der Eishalle in Oberstdorf. Hier werde ich gleich ein Eistänzerpaar treffen, nämlich Jennifer Urban und Benjamin Stephan. Die beiden sind Dritter in der deutschen Meisterschaft geworden und werden mir heute mehr über ihre Berufung erzählen. Im Anschluss treffe ich dann noch Kathi Schneider und werde mich selbst aufs Eis wagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Allgäu TV Spezials. Los geht's! So sieht das also aus, wenn man seit der Kindheit auf dem Eis steht. Jennifer und Benjamin trainieren jetzt die dritte Saison zusammen. Das ist im Vergleich zu anderen Eistanzpaaren aber noch wirklich kurz. Dafür sind die beiden aber richtig erfolgreich. Also wir sind super zufrieden mit der Saison, haben einen ziemlichen Sprung gemacht zur letzten Saison und sind auf einem sehr guten Weg. In Deutschland gibt es momentan 3 gute Paare, die gleichem Niveau eigentlich gerade sind, und bei der Deutschen war es ziemlich knapp. Also sind zwar Dritter geworden bei der letzten Deutschen, aber es waren 0,05 Punkte zum Zweiten. Also es war wirklich sehr, sehr knapp. Angetreten sind die beiden auch im September bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf. Dabei belegten sie den 6. Platz. Und dann waren wir in Budapest, in Tallinn, Estland. Jetzt im Dezember hatten wir als letzten Wettkampf die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart. Und jetzt sind wir quasi wieder in der Vorbereitungsphase. Und dann geht es im Februar weiter. Auch wieder hier in Oberstdorf. Die Leidenschaft fürs Schlittschuhlaufen haben beide schon sehr früh entdeckt. Benjamin startete allerdings mit Eishockey. Aber dann mit 10 Jahren habe ich zum Eiskunstlaufen gewechselt. Da ist es aber dann meistens schon ein bisschen spät, um die ganzen Sprünge zu lernen. Und da habe ich dann direkt mit Eistanzen angefangen. Und ich hatte, bis ich mit Jenny gelaufen bin, 3 verschiedene Partnerinnen. Jennifer ist durch ihre Mutter zum Eislaufen gekommen. Sie hat den Sport immer im Fernsehen verfolgt. Allerdings startete Jennifer nicht direkt in der Disziplin des Eistanzens. Im Eiskunstlauf gibt es die Disziplinen Einzellauf, Paarlauf, Eistanzen und Synchroneiskunstlauf. Ich war Einzelläuferin noch und habe mich halt dann noch spät entschieden zum Eistanzen, weil ich verletzungsbedingt nicht mehr mein Einzellaufen machen konnte. Und deswegen habe ich mir noch entschieden, ja, ich probiere es noch mal Eistanzen. Doch auch die Zusammenarbeit von Benjamin und Jennifer wurde nach kurzer Zeit wegen einer Verletzung auf die Probe gestellt. Gerade zu Beginn unserer Karriere sind wir 2 Wochen zusammen erst gelaufen und haben leider in der Hebung das Timing verfehlt und bin dann eben von 1,80 runtergefallen und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Mussten ja leider eine 8-wöchige Zwangspause machen. Aber das haben wir jetzt hinter uns und sind verletzungsfrei. Um aber so über das Eis schweben zu können, braucht es vor allem eins: Übung. Und davon so viel, dass die beiden das hauptberuflich machen. Angestellt sind sie bei der Bundeswehr. Jennifer studiert nebenbei noch über eine Fernuniversität. Benjamin gibt ab und zu selber Eiskunstlaufkurse. Wir sind am Tag, würde ich jetzt mal grob schätzen, 5 bis 6 Stunden hier in der Halle und trainieren, effektiv. Ja, also aber da gehört dann auch Aufwärmen zum Eistraining mit dazu, das Nachbereiten, alles drum und dran. 5, 6 Stunden, vielleicht 7 am Tag und meistens 6 Tage die Woche. Also es ist eigentlich schon ein Arbeitstag, kann man so, wenn man so sieht. Dazu gehört aber nicht nur das Training auf dem Eis selber, sondern auch Athletiktraining, außerdem Akrobatik, um die Hebungen auch abseits vom Eis zu üben, und Ballettstunden gehören ebenfalls dazu.
So, genug darüber geredet. Jetzt geht es für mich auch mal aufs Eis. Dafür habe ich mir aber Verstärkung geholt. Kathi Schneider, eine Kollegin von mir, wird mich heute mit aufs Eis nehmen. Unter ihrem Mädchennamen Kathi Winkler war sie sehr erfolgreich. Sie trat bei Weltmeisterschaften an und bei den Olympischen Spielen. Sie und ihr Eistanzpartner René Lohse waren die einzigen deutschen Eistänzer, neben Angelika und Erich Buck, die eine WM-Medaille erringen konnten. Erstmal Schlittschuhe anziehen und dann muss ich rauf. Das letzte Mal, dass ich Eislaufen war, liegt bestimmt schon 5 Jahre zurück. Dementsprechend wackelig bin ich anfangs noch auf den Beinen. Ich war ganz gerade erstmal drauf. Genau. Juhu. Ganz wichtig beim Eislaufen, nicht nach innen und außen knicken, sondern wirklich ganz gerade draufstehen. Genau. Jetzt machen wir einfach mal so Stampfies am Anfang. Jawohl. Wie ist es? Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Genau, ja. Jetzt, wenn du das ganz gut kannst, dann machst du einfach mal so ein bisschen hin und her bewegen schon mal. Genau. Weil ich eben noch nicht sicher auf den Schlittschuhen bin, wird erstmal das Wichtigste geübt. Das Aufstehen nach einem Sturz. Ein Knie vor und hoch. Jawohl, super. Geht ja schon mal. Genau. Okay. Danach machen wir eine Übung, die heißt Semmeln, Eierlaufen oder Fische. Das heißt, Fersen zusammen, in die Knie gehen und dann in einem Bogen die Fußspitzen zusammenführen. Super schon. Bisschen ins Knie gehen immer. Ins Knie und hoch. Ins Knie und hoch. Ins Knie und hoch. Jawohl. Auch im Kreisfahren will gelernt sein. Dabei soll das Körpergewicht auf dem inneren Bein sein. Das äußere schiebt an. Noch relativ wackelig, aber. Jetzt soll ich das hier probieren: eine Pirouette. Ich mach's dir erstmal ein bisschen schneller vor. Du läufst einen Bogen, was wir vorhin schon um die Kurve gemacht haben, einfach auf einem Bein und dem. Und dann versuchst du ganz langsam beide Arme und Füße zusammenzuziehen und an der Stelle zu drehen. Okay? Okay, nochmal, warte. Also ins Knie, Bogen laufen, schau, so wie links, der ist gerade. Und dann beide Füße zusammenziehen und Arme und drehen. Oh Gott, oh Gott. Also ich laufe einen Bogen und mache dann. Du läufst einen Bogen, ganz wenig Schwung. Und nimmst dann beide Arme und Füße zusammen und drehst. So. Nochmal zum Vergleich, so sieht das eigentlich aus. Ja, also ich nicht knicken. Ich weiß es, nicht mal am Anfang. Nochmal, fahr mal, ich halte dich fest in den Bogen. Fahr mal nur den Bogen erstmal. Nur den Bogen. Ja, merkst du es? Genau. Ja, aber ich verschiebe immer noch mit dem. Ja, weil dein Gewicht, schau mal, dein Kopf guckt so raus. Okay. Versuch mal den Kopf in den Kreis zu nehmen, weil dann läuft dein Körper auch mit. Also nach links gucken. Mein Körper wehrt sich. Ja, also nach schau nach links. Also ich glaube, das lassen wir lieber. Probieren wir mal noch was. Jetzt machst du mal einen Flieger. Ja. Ich halte dich vorne. Ja. Du machst mal hinten einfach das Bein so hoch, okay? Und ich halte dich. Etwas, was schon einfacher ist, eine Hocke. Mit jeder Minute wird deutlicher, was für eine Arbeit hinter dem Eistanzen steckt. Umso mehr Respekt habe ich auch für gewisse Fernsehformate, wenn Promis innerhalb von 3 Monaten sowas lernen müssen. Also hast du Dancing on Ice jetzt mal im Fernsehen gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber da wollte ich dich nämlich auch noch fragen, wie sieht man das denn so aus Sicht? Ich finde es ziemlich schwierig, innerhalb von 3 Monaten da wirklich was zu lernen. Also das ist gar nicht so einfach, weil viele müssen ja wirklich jahrelang dafür trainieren. Und ich finde es teilweise fast gefährlich, also gerade für die, die halt Profi-Eisläuferinnen sind, weil wenn der Mann die heben muss und die müssen da so ein Vertrauen haben, also es ist echt Respekt, sage ich immer. Ja. Aber findest du das Konzept denn generell gut? Oder? Generell finde ich es ganz gut, aber wie gesagt, es ist echt auch teilweise gefährlich. Aber ich finde es gut, dass es das mal wieder im Fernsehen gibt im Deutschen und schauen wir mal, was rauskommt am Ende. Hat denn Eislaufen oder Eiskunstlaufen im Moment auch Nachwuchsprobleme oder wie sieht es da aus? Also es könnte natürlich mehr sein. In Russland ist es natürlich richtig beliebt. In Deutschland gibt es, denke ich mal, in dem unteren Bereich geht es noch aus. Es wird viel mit Kindergärten und Schulen auch gemacht. Aber meistens hält man das auch nicht durch, weil unser Schulsystem einfach auch wirklich einen fordert. Und es ist schwer, weil Eislaufen erfordert viel, viel Zeit fürs Training. Ja, das stimmt schon, ja. Nee, weil ich gerade so aus Sicht eines Profis habe ich mich echt gefragt, was hält man von so diesen Fernsehformaten? Weil, also ich finde es gut einfach, weil auch Eislaufen wieder im Fernsehen kommt. Und es ist natürlich auch für Kinder ein Anreiz, dann zu sagen und zu sehen, ich kann ja doch was lernen und auch in höherem Alter doch noch was lernen. Aber ich muss sagen, 3 Monate ist eine knappe Zeit. Also ist wirklich knapp. Super. Schau mal, was ganz gut ist, du läufst schon richtig gerade. Eigentlich ist es also nie zu spät, Eistanzen zu lernen. Aber dafür braucht man sehr viel Zeit. Mein persönliches Fazit für heute: Eistanzen macht tierisch Spaß. Also eines ist nach dem Tag heute sicher, aus mir wird keine professionelle Eistänzerin mehr. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit und unfassbar viel Training dahinter. Und es ist wirklich bemerkenswert, was Jennifer, Benjamin und auch Kati da so aufs Eis zaubern. Das war's auch schon wieder mit der neuen Ausgabe des Allgäu TV Spezials. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.